Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge sind wir aus dieser komischen, ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist, so eine riesige Forschungsabteilung hier geflüchtet, wo Genova war. Und ja, dann haben wir ein kleines Treffen mit dem Direktor gehabt und sehr viel Leute ist aufgetaucht. Und jetzt ist hier Genova und wir sind im Kampf. Und ja, wir rollen einfach jetzt mal hier mit, was auch immer hier passiert. Und mach einfach das Ding fertig, ne? Klingt dann nach dem Plan. So. Oh Gott. Alles klar, nichts zu klauen. Und die Dinger haben keine AP-Werte. Oder habe ich die schon erledigt? Ich glaube, ich habe die schon erledigt, ne? Okay, dieser Kampf passiert jetzt hier, ne? Nicht, dass ich was dagegen habe oder so, aber im Original ist das noch nicht passiert hier alles. Ich sag's ja noch mal. So, ich will vielleicht wo ist das noch mal? Das hier aktivieren, so, dann will ich mit Cloud Isis Aura aktivieren, damit er sich heilt hin und wieder. Dann will ich mit Aeris Regener auf alle haben. Mal hier uns vernünftig vorbereiten, ausnahmsweise. Du bist nicht gegen irgendwas, nee. Und dann können wir mit physischen Angriffen draufhauen. Das ist der Kampf noch nicht so unglaublich schwer. Ist das das Genova-Thema? Ich höre das irgendwie nicht so da raus. So ein ganz kleines bisschen höre ich das. Ich habe das aber auch nicht so ganz im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah Gott. Ich weiß nicht, mein Ampel so. Ein sehr Science Fiction ähnliches Thema, was ja auch Sinn macht halt, ne? Das ja ein Ding aus dem All ist. Okay. Oh Gott, was ist das? Irgendwas ist da am Boden. Na, wir halten uns mal alle hoch am besten, ne? Dann weiß was hier. Ich kann jetzt zweimal angreifen in diesem Kreis. Zieht aber nicht so viel ab. Oh nee, nicht so ein Mist. Schieb mich auch zurück. Schutzreflex, okay. Alles klar, keine Zauber mehr dann. Oh Gott, der hat eine Menge AP. Diese Eis ist auch aktiviert. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. So, vielleicht den ganzen Kampf hier anhalten, dieses Ding. Dieser Kreis meine ich. Wenn das der Fall ist, dann hätte ich gern das vielleicht auch noch. Wo ist das? Cloud schnapp in dir. Oder sie. No. Also wird das natürlich mal so ein Schild ja auch noch aktivieren, ne? Warum nicht? Müssen wir mal hier echt strategisch. Und einer hat dem bewegt sich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah. Klingenstrahl, boom. Okay, das war hier. Ist wahrscheinlich immun gegen Gift, ne? Aber egal. So, Mama. Ah ja, Red kämpft ja auch noch mit. Oh, ist sogar vergiftet. Cool. Hält aber nicht lange, sehe ich gerade.
So, du bist ja recht stationär, deswegen Aeroga. Boom. Was? Ach ja, stimmt, das Ding hatte Reflex. Mm. Warte mal, du hast wiederbleben, ne? Du hast wiederbleben. Okay, oh Gott, der haut mich kaputt. Egal, versuchen wir. Okay, keine Ahnung, Cloud. Klemmgefahr. Beschwören können wir gleich auch noch. Alter, sieht das Viech krass aus. Oh Gott, ich will wieder da rein. Okay, keine Zauber gegen das Viech. Ich habe so für irgendwas passiert hier. Oh, okay, ich brauche erstmal. Na, den Tag lang ihr eigenes Ding, ja, was ich untersuchen muss. So, ich würde gerne mal mit Iris hier. Ding jetzt mal. Doch, jetzt höre ich das Thema raus. Da, da, da. Da, 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 da. Na, jetzt höre ich das Lied da raus. So, Leviathan, hilf uns. Ich habe echt irgendwie ihre Chance vertan, uns irgendwie Barmut oder so als Beschwörung zu geben. Das wäre doch am besten. Oh, sehr gut. So, kann ich dich jetzt mal wieder angreifen? Irgendwie mache ich gegen den keinen Schaden mehr. Bin schon bei S. Ich nehme an, ich mache den so Schaden. Ja, ich kann ja nichts anderes machen, als halt die kaputt zu hauen, ne? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache, ob das richtig ist. Da, 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 da. Sehr gute Musik. Ja, da kann ich sie nicht so klar hören. Ich den Fernseher nicht so laut machen kann. Was muss ich machen? Gerüchte zu folgen soll es Halluzinationen ausführen können. Hm. Okay, was zum Teufel. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. So, nee, das ist Leviathan, verdammt. So, Leviathan, mach hier alles alle bitte. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss gerade. Was soll ich denn einfach so lange angreifen, bis der geschockt ist? Ich glaube, das passt schon so aus, ne? Nö. Es nicht. Der immer noch Refleck auf sich. Oh, jetzt ist er schockanfällig. Ich kann aber nicht näher ran. Also mache ich den hier. Oh, es ist ja schon wieder vorbei. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist ganz offensichtlich die Tentakel kaputt hauen, aber dann wird er irgendwann geschockt.
kann aber nicht gleichzeitig auf die Dinger hier gucken und das Ding ja im Auge behalten. Na jetzt. So, endlich mal. Und jetzt haut drauf. Ja, tiefer haut dem volle Möhre erstmal weg. So, und Eris, du machst mal Strahlvergeltung. Oh, das war ja wieder seine Phase wechselt. Aber jetzt höre ich das Thema. Ich hoffe, man hört die Musik gut in dem Part. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin nirgendwo sicher, glaube ich. Obwohl, irgendwie werde ich nicht getroffen. Oh Gott. Ja, komm, warum nicht? Los, ich schneide deinen Puls auf. Was? Will ich auf den Arm nehmen? Boah, was ist das denn jetzt gewesen? Ich wegteleportiere im letzten Moment. Boah. Oh, stopp schon wieder. Oh. Wenn ich dich kaputt hau, dann wirst du ja, ich glaube, jetzt so aus, als wärst du jetzt gerade geschockt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte das ja. Aber dafür hat hier so viel gerade abgeht. Schlag ich mich jetzt nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. Ich habe mich aber ehrlich gesagt, wie er danach weitergeht hier. Au, mein Gott. Ja, der hat sich verteleportiert, der Piss. Und ich sehe gerade, aus dem Boden kommen die ganze Zeit so Sachen geschossen. Na, hat Eris noch? Na, direkt ist Verschwendung. Ich mach einfach die Tentakel kaputt. Weil, guck mal, wie weit ich hier auf euch zurutschen kann. Ja, könnte ich vielleicht auch mal machen, ne? Mehr Schaden zu machen. Also, wir haben dich gleich. Ah, jetzt kann ich mich nicht aufladen. Ich mache ich kaputt, glaube ich. Nee, mache ich nicht. Na, hier geblieben, du. Wo ist er da? Ja, sehr wenig Schaden und aha. Aber ja. Oh. Ich glaube, meine Regener-Strategie hat es voll gebracht, ey. Oh, nimmt das Viech wenig Schaden. Es kommt zurück. Oh, Dreck. Ich mach mal einfach. Nö, nichts gemacht. Eris.
Oh, ich liebe dieses Lied. Ein sehr ikonisches Lied. J.E.J.E.N.O.V.A. So heißt das Thema von Yoruba. So, wie du teleportierst jetzt weg. Schlitz. Stich. Weg bist du. Okay, das war... Oh. Oh, ich weiß, wer da kommt. Oder auch nicht. Verdammt. Okay, er kann fliegen. Barrett, deine Wunde. Das Schicksal scheint stärker als der Tod, richtig? Danke. So ein richtiger Hardcore-Fan, der sich an das Original halten wollte. Ne. Du sollst ja gar nicht sterben, Mann. Ha. Wo wir gerade von Sterben sprechen. Ja, ich will doch noch mal gucken, wer noch hier ist. Alles klar. Gut. Der Kampf war anstrengend, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter, ne? Also wir haben, also das hier danach noch weiter ging, war ein bisschen offensichtlich, weil ich noch Gegenstände bekommen habe. Ein Mystiker-Armreif war das, glaube ich, ne? Mystiker-Armreif. Hm, finde ich nicht so doll. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, Avalanche. So ein Helikopter-Typ ist gerade aufgetaucht. Jetzt auch noch eine Bank. Was? Ach, da oben. Okay. So, ich habe eigentlich mit einem anderen Bosskampf hier noch gerechnet, aber jetzt, wo hier schon alles so voll krass abgeht, glaube ich nicht, dass dafür noch Platz ist. Ich meine, das wäre, das sind ziemlich, weil nicht ziemlicher Casual-Kampf, der normalerweise hier noch stattgefunden hätte. Aber jetzt haben wir gerade schon gegen Yoruba gekämpft, also jetzt wird wahrscheinlich noch mal getoppt, wahrscheinlich von Sephiroth höchstpersönlich, ne? Mal schauen. Sephiroth! Habt ihr das alle auch gerade gesehen? Das ist jetzt auch so eine Frage. Sehen die anderen jetzt Sephiroth und all das, was hier passiert? Also die haben ja auch Yoruba jetzt gerade gesehen. Also obwohl das wieder was. Egal. Ich versuche da irgendwie am Ende irgendwie so mal drauf einzugehen. So ein bisschen Talk. Was hier so alles passiert ist, was hier passieren könnte.
wie ich das also interpretiere. Und wir sind an der Spitze von Midgar, sehe ich gerade. Das sieht richtig geil aus. Oh, da ist Sektor 7, ne? Alles kaputt. Okay. Das sieht echt krass aus hier. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Also gut, wie geht's jetzt weiter? Alles okay? Und wo ist er? Schon wieder meine Brille verloren. Abgehauen. Das sollten wir sie wieder gefunden. Auch tun. Ja. Oh. Kommt da der Boss, auf den ich gewartet habe? Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Outfit ist krass. Mit krass meine ich sehr merkwürdig. Bist du verrückt? Wir können Shinra den Chaos machen. Bring Aeris nach Hause. So, jetzt geht das Spiel so ein bisschen wieder den gewohnten Lauf. Ich halte ihn auf. Dann kämpfe ich aber mit dir. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay? Geh mir aus dem Weg. Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Nicht die Stimme, die ich erwartet hätte, aber okay. Die Zeit ist vorbei. Lasst keinen entkommen. Bleiben wir zwei. Drei. Jetzt wird bloß nicht kleinlich. Bringen wir... Ah, schade. Wir haben nicht diese kleine Unterhaltung vom Kampf. Er hält gerne reden, wie sein Vater. Den Spruch hätte ich gewartet. Ja, du hast nichts zum Klauen, alles klar. So. Frage ist jetzt, läuft der Kampf genauso ab wie im... Ah! Wie im Original. Wie tut er sich mit Protest schützen oder so? Das ist mal unfair. Darkstar. Ist das Ding so früher? Das hat gar nicht. Ja, ich habe halt Konter gegeben. Was wollte ich machen? Ich wollte erstmal. Okay, wir haben so eine Linie, die sich miteinander verbinden. Ist das hier Tales of Exilia oder was? Danach landen. So, dann machen wir den hier. Okay. Ich habe den Kampf noch nicht so komplett raus. Sobald ich auf den Hund losgehe, kommt der und zischt auf mich los. Oh Mann. Mistkerl.
Ah, sind sie nicht miteinander verbunden. Schön in den Lauf gucken. Da, los. Warte mal, ist der links auch? Ich sollte vielleicht mal lesen, ja. Die ganzen Sachen wie eine Analyse sind, aber... Los geht's. Oh, hörte, ich wollte eigentlich kontern, aber hat nicht so geklappt. Na, oh mein Gott. Ja, wenn ich den angreife, dann... Also muss ich ihn angreifen, wenn die verbunden sind, oder was? Ja. Okay, ich habe den Kampf raus, glaube ich. Aua. Und er hat den geheilt. Okay, ich muss den Hund erleben. Oh, das ist aber ein sehr nerviger Kampf dann. Nein, du Pisser. Und gerade schießen mit meiner mein Schwert. Oh mein Gott, ich habe gerade Dreieck gedrückt, ne? Keine Chance. Oh mein Gott. Okay, cool. Das war, bringt doch eins nicht. Ich glaube, der wird nur wieder geheilt. Lass mal deinen Köter hier erledigen. Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich meine das todernst. Und so soll's auch sein. Ne? Was jetzt der Blitz auf seinen Rufo sein? Oh mein Gott. Ich bin jetzt gerade voll draußen aus dem Kampf. Ich hätte gern ATB, damit ich mich heilen kann. So. Okay. Er tut irgendwie den seine Waffe aufladen oder so. Ha. Mein Gott. Du kannst ihn ja unmöglich beschützen von der Entfernung, oder? Alles endet hier und jetzt. Gott, ey. So, komm her. So, du frisst das. Stirb, du blöder Köter. Endlich ein richtiges Duell. Hey, der mich mit Geld abgelenkt. Du machst also endlich ernst. Kannst dich geehrt fühlen. Oh Gott. Nun denn. Au. Du hast mich unterschätzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt nicht potzen müssen, ne? Oh, nachladen. Schnell heilen. Schon wieder ein Remix von einem anderen. Von einem anderen Lied. Mich auch immer trifft. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Na, warte du. Komm her. Verarschen? Irgendwann muss er immer nachladen. Und boah, ich kriege noch nicht mal eine Kombo hier.
Der kann einfach jeden Angriff von mir kontern. Wie unfair ist das denn? Ja, Alter. Der kann einfach jeden Angriff von mir kontern. Was zum? Muss ich echt warten, bis der immer nachlädt? Dann kann ich auch nicht mal meine Combo ja fertig machen, echt. Ah, du. Kampf ist kacke, ich liebe es. Okay, dann greife ich ihn nur dreimal an. Ja, dreimal. Ich dachte, warte, zack, so habe ich ihm nur dreimal an. Zack, der hat den trotzdem jetzt. Mein Gott, der hat aber nicht so viel. Okay, nein, no. Ich mach den Schaden. Ja, man muss echt einfach warten, bis der nachlegt, ne? Nach. Zack. Oh Gott. Ja, muss ich ja die ganze Zeit mich konzentrieren, ey. Furchtbar. Wir sind schon bei 32 Minuten. Zack. Dabei mache ich den nur so wenig Schaden immer. Super. Du bitte nicht nachladen, wenn du das um mich herum hast. Ich dachte, er wollte nachladen. Wo ich mache den eigentlich Schaden, auch wenn ich. Auch wenn er mich kontert, habe ich so Gefühl. So, ich habe mich noch getroffen damit. Zack. Ich hoffe, ich mache das so richtig irgendwie. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Na komm, ruhig nicht los. Weg. Dreck. Blöder Mistgeil. Ich denke schon mal Magie versucht gegen den. Der hat mich schon wieder vom Heilen abgehalten. Nee, ich krieg die Krise. So, kann sag ich mal versuchen, mein Limit hier abzuwehren, ne? Jetzt gebe ich alles. Und jetzt. Verdammt. Na komm her. Wer du kannst jetzt auch, ey. Schlitz, 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 Schlitz. Ja, du bist weg. Shinra ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand. Yeah.
bist doch ein Held. Okay, cool. Und ja, die drei sind im Aufzug. Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Darum. Und ja. Nicht wahr? Cloud! Scheiße! Hey! Wir müssen ihm helfen! Hey! Was denn? Ja, wir haben unsere eigenen Probleme gerade. Und da ist Wedge, der immer noch lebt. Menü aufgucken noch, okay. Da wenn ich das aktiviere, dann kann ich. Dann kommt jetzt wahrscheinlich ein Kampf und ja. Ich kann mich noch mal umrüsten oder so. Ja, habt ihr den riesigen Roboter vergessen, der gerade im Aufzug war? Ah, wir kämpfen nicht im Aufzug. Schade. Von einem Aufzug zum anderen. Im Original. So. Er schießt. Schilder hoch. Er greift an. Na, das können wir auch. So, ah, ich kann aber nicht speichern. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich Clown ausgerüstet habe mit irgendjemandem, aber ich glaube nicht. Machen wir im nächsten Part oder mache ich offscreen. Von denen hat keine Analyse oder so. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier, ist auch schon lang genug und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst bitte einen Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!